You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gulli mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Heute geht es darum, was kommen wird. Denn gestern war es soweit, die erste Borderlands 3 Show ist gestartet und Paul Sage, seines Zeichens Creative Director, war dort anwesend, um Frage und Antwort zu stehen oder besser gesagt, um Neuigkeiten mitzubringen. Und da gab es eine ganze Menge Interessantes. Auf alle Fälle kann ich gleich vorwegnehmen, es bleibt spannend, es bleibt gut, es bleibt interessant. Also wir haben auf alle Fälle für die nächsten Monate genug Content dabei. Und wenn wir von Content reden, können wir gleich auf eine Frage kommen, die natürlich in der Community wahnsinnig oft gestellt wird. Und gerade wenn man zurückblickt auf Borderlands 2, ja, eine Frage, die eher selbstverständlich ist. Werden wir neue Vault Hunter bekommen? Das beschäftigt ja relativ viele. Wird es zu den 4 momentan verfügbaren Charakteren weitere dazu geben? Und da gibt es von Paul Sage relativ ernüchternde Worte zu. Ich hatte das ja schon mal in einem meiner anderen Videos erzählt gehabt, dass die Jungs sich halt haben, ja, eine ganze Menge Daten von Borderlands 2 angeschaut, sogar wahnsinnig viele Daten, haben darüber geguckt und geschaut, was machen die Spieler. Und dabei haben sie einfach festgestellt, das ist nämlich der Grund, warum es sehr, sehr wahrscheinlich keine neuen Vault Hunter geben wird. Es gab da 3 Gründe für, die er halt, ja, angeführt hat. Und zwar, der erste Grund ist, die Leute bleiben bei ihrem Charakter. Die Leute bleiben einfach auf ihrem sogenannten, sag ich mal, Main-Charakter drauf. Das ist der, mit dem sie irgendwie rund um die Uhr zocken, immer zocken. Und deswegen gibt es seiner Meinung nach, ja, keine Notwendigkeit für weitere neue Vault Hunter. Das zweite, was er als Grund anführte, ist, dass die Borderlands 3 Charaktere sehr, sehr vielfältig sind. Vielfältiger als die Charaktere in Borderlands 2 und dementsprechend halt auch einfach sehr viele interessante Builds ermöglichen. Und das ist auch gerade jetzt, wenn ich auf Sane schaue, auf alle Fälle gegeben. Der Junge kann sich, finde ich, in wahnsinnig viele Richtungen entwickeln. Und ich denke auch, die Zeit wird es zeigen, dass wir bei den anderen Vault Huntern da sehr interessante Skillungen finden, die einfach, ja, mega interessant sind, so, in dem Sinne gar nicht, ja, zum Anfang vorstellbar waren, vielleicht auch durch anderes Equip und so weiter möglich gemacht. Ich denke, da hat er wirklich recht, dass die Borderlands 3 Charaktere momentan aktuell sehr vielfältig sind. Ja, und dann noch als dritten Grund führte er mit an, dass sie halt, wie gesagt, auch wieder aufgrund der Datenanalyse gesehen haben, dass viele Leute gerne mal auf einen anderen Charakter switchen, den austesten, gucken, aha, wie ist der, gefällt er mir, den so bis Level 5 spielen und dann anschließend wieder, ja, zurück auf ihren Main gehen. Und dementsprechend, wie gesagt, sieht er keine Notwendigkeit für weitere neue Charaktere im Spiel. Und damit kommen wir dann natürlich zum Bloody Harvest, zur Bluternte, zur blutigen Ernte, wie immer wir es auf Deutsch nennen werden. Und zwar ist das das neue Event, was starten wird bereits Ende nächsten Monats, wird es Bloody Harvest geben und wird uns einige Neuerungen bringen. Das Ganze ist halt ein ganz normales Event. Das bedeutet, das ist auch für jeden verfügbar. Also das bedeutet, jeder kann daran teilnehmen. Das Ding kostet einfach mal eben gar nichts. Es wird natürlich geben neue Gegner, neue Bosse und natürlich auch neue legendäre Waffen. Es wird ein neues Granatenmod geben und es wird ein neues Shield geben. Und das ist alles mit drin. Die Dauer des Events wird beziffert mit ungefähr 6 Wochen. Also 6 Wochen wird das Event wohl andauern und wird dann uns ungefähr 2 bis 3 Stunden Unterhaltung bieten. Es sind natürlich auch wieder Herausforderungen mit dabei. Da sagt er halt auch, das kommt so ganz auf den Spieler an. So im Schnitt, wie gesagt, 2 bis 3 Stunden sollte man mit diesem saisonalen Event beschäftigt sein. Und das geht in meinen Augen wirklich vollkommen okay. Dazu gibt es natürlich nicht nur neue legendäre Waffen, sondern es gibt natürlich auch neue Skins für eure Charaktere, dass ihr die ein wenig aufhübschen könnt. Das ist auf alle Fälle auch eine sehr, sehr feine Sache. Ihr erhaltet in diesem Spiel so eine Art Terror-Debuff. Das bedeutet also, sobald ihr an diesem Event teilnehmt, werdet ihr halt, ja, verängstigt, habt dadurch einen Debuff, der wirkt sich dann wiederum auf euer, ja, auf euren Zielen aus, auf euer Bewegen aus und so weiter und so fort. Da bin ich sehr gespannt, wie das sein wird.
Allerdings gibt es dafür dann auch zum Beispiel neue gesalbte Waffen, die dafür sorgen, dass ihr diesen Debuff zu eurem Vorteil nutzen könnt. So hat das Paul Sage gesagt. Den Debuff zu eurem Vorteil nutzen, hört sich sehr, sehr interessant an. Und hier dieser kleine Drache hier, das ist euer Guide durch, ja, auf alle Fälle alle Events in Zukunft. Also sobald ihr den auf das Sanctuary 3 seht, dann gibt es ein neues Event. Ein neues Event ist live geschaltet und ihr könnt daran teilnehmen. Er ist der Guide durch die Events, vielleicht sogar durch die DLCs, führt euch an die richtigen Orte, damit ihr ja die neuen Abenteuer in den Borderlands erleben könnt. Terror is actually a debuff that can be applied or that is applied to the player. And that causes the player to essentially, it affects what we call sway or aim. No. And so you get effects on your screen that kind of like, so once you're terrorized, so to speak, then this affects how you aim and things of that nature. So there is gear, the drops that we just talked about, that can speak to that, that it can actually help with that. Und ganz wichtig zum Schluss, gab es dann natürlich noch einen Golden Key für die Zuschauer, den ich euch hier natürlich mit eingeblendet habe. Ein neuer goldener Schlüssel. Hierbei ist ganz wichtig, oder besser gesagt, hierbei sind ganz wichtig zwei Dinge zu beachten. Zum einen ist dieser nur gültig bis Montag. Also das bedeutet, ich weiß natürlich nicht, welche Zeitzone die Jungs dort verwenden, aber löst das Ding am besten spätestens morgen ein, sage ich mal einfach. Also, ja, bis Montag gültig dieser Key. Und es gab wohl mit diesem Key kleine Probleme, habe ich schon auf Twitter gelesen gehabt. Löst den sicherheitshalber in-game ein. Das kann sehr gut sein, dass der eventuell auf der Shift-Webseite noch nicht freigeschaltet ist. Da gab es wohl gestern auf alle Fälle Probleme. Deswegen sicherheitshalber in-game einlösen. Und wo wir schon bei Golden Keys sind, habe ich gleich hier noch einen weiteren Key frisch für euch. Der sollte von der Haltbarkeit her, ja, unbegrenzt sein, hoffe ich auf alle Fälle. Deswegen hier der zweite Key für euch zum Einlösen für eine weitere Kiste auf der Sanctuary. Ich wünsche euch ganz viel Glück, dass dickes, fettes Loot drin ist natürlich. Ich hoffe, dieses kleine Video war für euch interessant. Es hat euch gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn nicht bereits schon geschehen, weil richtig mit Glocke aktiv verpasse ich ja weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.